Alles klar, nachdem wir den Pokémon-Trainer befreit haben, nehmen wir ihn auch gleich und spielen natürlich mit ihm. Aber hier geht es dann quasi weiter mit unserem Pokémon. Ich werde mich auf jeden Fall darauf freuen, Pokémon-Trainer. Schicke ihn ja richtig ab, du, das sage ich dir. Jedenfalls, warte mal, hier unten war doch irgendwas, was ein bisschen viel gekostet hat, oder? Habe ich mich, keine Ahnung, ich vergessen. Egal, was soll's, wir packen einfach mal irgendwas drauf. Ja, und dann geht's weiter. Wir sind jetzt unten rechts auf der Mapurino. Da bin ich mal drauf gespannt, wie es dann weitergehen wird quasi. Rüsten kurz den Pokémon-Trainer aus. Und dann... Ich freue mich auf die Pokémon-Trainer, auf den Pokémon-Trainer. Das wird geil, auf die Pokémon. Ihr könnt ja quasi schon von Anfang an auswählen, welches Pokémon rein kann. Nämlich mit Y, genau. Da schaut ihr zum Beispiel so mit Glurak, so mit Shiggy und so mit Bisasam. Bisaklaus, sorry. Die Sache ist jedoch ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen schade. Sie hätten das Auswechseln der Pokémon auf einen anderen Button legen sollen. Ganz ehrlich. Okay, guck mal. Mit dem Pokémon-Trainer hat man im Prinzip drei Charaktere, okay? Da kann man schon sein Kampfstil anpassen. Drei Charaktere in einem Kampf. Aber dadurch... Oh je, hier gibt es wieder einen Dungeon. Aber dadurch haben gewisse Charaktere ihre Runter B verloren. Und ich finde, die Runter B war bei zum Beispiel bei Glurak übertrieben wichtig. Zertrümmerer. Und das hat er jetzt verloren. Das finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Okay, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, kann ich schon verstehen. Weil man hat legit drei Charakter. Drei Charaktere hat man. Drei Charaktere hast du legit zur Auswahl. Kannst du schon verstehen. Aber ich fand Glurak als einzelnen... Ich fand es irgendwie angenehmer, nur mit Glurak zu spielen, um ehrlich zu sein. Kann ich natürlich hier auch machen. Aber er hat nicht die Runter B. Leute, was ist hier los? Kannst du mich verarschen, Mann? Geh raus. Dieser Klaus auch übertrieben brutal, das sollte man nicht unterschätzen. Der hat ja hohe Katapultiergefahr. Das ist, by the way, Pummelus Erholung. Oh. Was ist die Ulti? Oh, dreifach Finish. Okay, nice. Korrekt. Da tickt halt jeder einfach aus. Genau. Okay, ja. Lip! Lip! Lip. Mimikma! Oh, ist so ein interessantes Pokémon. Aber auch irgendwie grusig und traurig zugleich. Krass, krass, krass. Oh! Ah, okay. Okay, nice, nice, merke ich mir. Okay, sehr schön. Cool. Alm und Celis haben sich verlaufen. Sieht so aus. Geile Musik aber. Schon wieder der Bewohner. Zu wenig Schlaf gehabt. Bereit? Machen die Summer. Ich bleib hier nur stehen. Ups, falsche Richtung. Kann man irgendwie ein paar Bart greifen? Ausgepeitscht haben wir den. Was? Bam, raus mit dir. Krass, krass, krass. Oh mein Gott, das war geil. Riechst du Batz weg mit dir, Junge. Krass. Oh, wow, 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 wee.
Warte mal, wir kamen von unten, ne? Was? Ah, unten ist eine Dungeon. Was gibt's da oben? Ah. Ich überlege grad, lass uns mal zu Dungeon. Den können wir, da oben, wer auch immer da ist, den können wir noch befreien. Aber lass erstmal hier zu Dungeon gehen. Weil ich finde sowas immer recht interessant. Oh! Was? Nach der Street Fighter Map. Die Donkey Kong Map. Von der Super Nintendo. Oh mein Gott, ich heul nachts. Was? Verdammt nochmal, wie geil. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Oh! So geil einfach, man, ganz ehrlich. So oh. Es ist so geil. Die Map. Ist ja typisch Nintendo, wenn die sowas auspacken, ist ja typisch Nintendo. Ich find's so geil einfach nur. Das ist wie damals, man, die Flashbacks. Ey, wo? Cranky Kong, wie krank. Oh mein Gott. Was? Überall sind ja, wie soll ich hier kämpfen? Lol, überall. Kann ich mal Pokémon auswechseln? Lol. Was ein Noob. Cranky Kong, wie crank. Haha. Wie geil, Cranky Kong. Oh, die Musik. Oh, ist die Wassermusik, oder? Oh, geil, geil, geil. Oh, da kommen Erfahrungen, sag ich. Ja doch, Flashbacks, Erfahrungen. Keine Ahnung, ich bin verwirrt. Erinnerungen, hast du Erfahrungen? Erinnerungen kommen da auch. Wie komme ich auf Erfahrungen? Oh mein Gott, ich wollte Leute raus mit dir. So geil einfach. So geil. So geil. En garde. Als man den gefunden hat, war so geil. Mit dem kommt man dann auf dem Reiten quasi unter Wasser. Oder mit dem Schwimmen sozusagen. Donkey Kong, oh mein Gott, ich hab so Bock, legit. So Bock, legit. Ich heul. Funky Kong.
Alle Items Kugel Willi. Funky Kong hätte echt als Echo-Kämpfer für Donkey Kong kommen müssen, Mann, finde ich. Es sei denn, ich habe irgendwas verpasst. Was? Man kann es lenken. Show me your moves. Der wird süß, wie du das sagst. Nein, die Ratte. In meinen Rücken, nein. Was? Die hatten echt vom Wasser konstanten Schaden. Krass, die haben echt auf sowas geachtet. Da war das mit Pichu vorhin, oder im letzten Part wahrscheinlich, hatte das damit was zu tun. Mit Shigi und Pichu. Oh lol. Warte mal. Die kleinen Penner, die spielen die ganze Zeit mit den Kugelwilli, Mann. Was ist das? Ohne Items hier. Was los? Keine Lust auf sowas, Mann. BD? Ja, BD. Keine Lust auf sowas. Dann spiel ich auch mit Items. Mir egal. Ich bin völlig Wurst, du. Das sag ich dir. Du gehst raus. Horia! Back the boom! Get up! Bereit? Los! Bin schon seit Jahren bereit. Gerade nicht dein Scheiß ernst machen. Oh, was machen die mit Kugel Willi? Oh, Mama Mia. Mama Mia. Bereit? Was? Falcon Kick, sich ab. Falcon Kick. Herz. Yes. Yes. Also wie kann man nur so hässlich spielen, Mann? Bereit? Los! Thank you.
Penner hier. Funky Dreck. Rosalina Luma. Und dann hab's auch eine Luma Schisserino. Ohlala, Candy Corn. Oh, Bayonetta. Au! Was? Oh. Was? Zack raus, aber schnell. Oh, zack raus, aber schnell. Abenteuerläden 2 Funky Kong verkauft blibli. Oh, Diddy Kong. Macht Sinn. Bereit? Los! Oh, die Musik ist zu krank, Mann, ich heul. Diddy Kong, orle, korrekt, sehr schön. Geht's aber weiter? Ist die andere Frage. Auch von Sato Technik, die sagen. Nee, okay, korrekt. Perfekt, coole, schöne Map, fertig. Oh, Mama Mia. So geil einfach, ich ohne Spaß, was für eine geile Map, ohne Spaß, Freunde. Oh mein Gott, wie geil die das gemacht haben. Machen wir weiter, da oben ist noch ein Kämpfer, den haben wir vorhin gesehen, den holen wir uns noch und dann nähern wir uns wahrscheinlich auch schon dem Ende des Parts zu. Ah, es war richtig, ey, ich will auch, ey. Oh mein Gott, warte mal, Tunic ist in Reichweite, ich spüre es. Dieser Zug führt uns zu Tunic. Es sei denn, der kommt da oben, ich werde heulen. Einmal reparieren bitte. Danke. Trudy! Trudy! Was bist denn du für einer? Ich kenne dich doch gar nicht. Woher kommst du? Bereit? Los! Was? Kokomai! Oh, meow! Der Trödi. Der Trödi ist am Start! Okay. Viren.
Oh, die fangen schon wieder mit ja, ey, das ist unglaublich. Typisch Kirby. Bisa! Bisa Knosp ist richtig geil. Bisa Knosp ist richtig geil. Korrekt, das war cool, das war cool. Jetzt schauen wir mal, wer da oben ist. Wir gehen mal direkt hoch, beziehungsweise. Ja, wir gehen mal direkt hoch, bevor wir das hier machen. Was ist denn hier? Machen wir auf dem. Oh, nice, von Monster. Dann machen wir auf dem Rückweg. Hä? Hey, da rein. Lol. Nein. Oh, ich dachte gerade. Oh, ich. Okay. Hey! Camilla! Vertreibt Nebel aus der Stage. Für Giftimmunität will ich einfach nur. Wer hat denn das? Ihr habt hier die, ja? Nein. Sakura hat es. Wo ist die? Sakura? Hä? Giftschutz. Dann nehmen wir dich mit. Das war. Oh, so geil. Oh. Dodges. Nein. Was machen die jetzt? Warte! Totaler Rage! Die haben es überlebt, Alter, was? Nein! Was ist das für ein Kampf, sag mal? Auf Leben und Tod. Raus mit dir. Raus mit dir! Camilla, ich glaube, die ist stark. Aber jetzt. Bin ich drauf gespannt. Ike? Ne, haben wir Ike schon. Schulk! Na 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 na. Xenoblade Chronicles, auch richtig geiles Spiel. Kann ich jedem empfehlen, auf jeden Fall. Speed!
kleiner Penner, Alter. Du kleine Ratte. Du kleine, 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 du kleine, kleine Ratte. Oh, Junge. Komm du nur ran jetzt, komm du nur ran jetzt. Hä? Sehr schön. Somit hätten wir auch Schulk gefragt, Freunde, am Ende. Hat uns doch Schulk uns angeschlossen. Dementsprechend machen wir auch Schluss für diesen Part. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ersten Like, Freunde. Pokémon-Trainer ist echt cool. Vor allem, ja, Shiggy, wie gesagt, die sind alle geil. Irgendwie alle geil. Wenn man den Dreh raus hat, niemand mit dem Spiel kann ich mir ganz sicher vorstellen, dass sie wirklich sehr cool sind. Wir machen das nächste Mal von hier auf jeden Fall weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke, Freunde. Macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.